endlich bei uns heute im Fahrbericht. Ich habe ihn für euch mit dabei, den Mitsubishi ASX in zweiter Generation. Und ich habe mich bei Jan durchgesetzt. Der hat ihn euch nämlich so im Studio vorgestellt. Ich habe gesagt, Jan, ich will den Fahrbericht machen. Er hat gesagt, ja, okay, nerv nicht. Falls ihr also heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crush Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder wenn ich mich durchgesetzt habe von mir. Und ihr seid ihr bestens informiert. Das werden wir heute gemeinsam machen. Ich hole den Jan natürlich später noch dazu. Wir werden eine Runde fahren, aber wir werden auch über die Optik sprechen, über den Innenraum, über die Ausstattungsvarianten und über den Kofferraum. Habt ihr Bock? Dann würde ich sagen, los geht's. Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasing-Anbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt beginnen wir aber mit der Historie vom Mitsubishi ASX und ich habe mich hier extra schick gemacht, denn der hat sich grandiose 380.000 Mal verkauft. Seit 2010 gibt es ihn bei uns auf dem deutschen Markt. Seitdem gab es 3 Facelifts und zwischenzeitlich war es nicht so sicher, ob es mit der Marke in Europa weitergeht. Aber gute Nachricht, es geht weiter und Mitsubishi hat die Allianz, die sie auch mit Renault und Nissan haben, genutzt, um eben die zweite Generation des ASX auf die CMF-B-Plattform zu stellen. Da steht unter anderem auch der Renault Captur drauf und daher erkennt ihr dieses Auto vielleicht auch wieder. Das ist quasi ein ungelabelter Captur. Machen aber andere Hersteller auch, Mazda zum Beispiel mit Toyota oder eben auch Subaru bzw. Suzuki mit Toyota. Wenn wir jetzt hier über die Wettbewerber sprechen, dann gibt es da einiges an Wettbewerbsumfeld, unter anderem den Skoda Kamiq oder auch einen Hyundai Kona bzw. einen Kia Niro oder auch einen Opel Mokka bzw. eben, wenn man elektrisch guckt, einen Mazda MX-30. Heißt, kompakt SUV, man sitzt leicht erhöht, hat eine gute Rundumsicht. Was an dem Auto schön ist, wir haben jetzt hier sehr viele Motorvarianten, die man wählen kann. Beginnend mit einem Turbobenziner, 1 Liter Dreizylinder, bis hin zu einem Mildhybriden in 2 Ausbaustufen. Wir haben heute den Mildhybriden mit dabei, einen Vollhybriden und einen Plug-in-Hybriden. Also quasi alles, fast alles, was das Herz begehrt. Was es nicht gibt, ist eine Dieselvariante und es gibt auch keine vollelektrische Variante. Mehrere Ausstattungsvarianten, da unterscheidet er sich deutlich zum Captur in den Ausmaßen und auch im Innenraum, in den Platzverhältnissen nicht. Hier beginnend eben mit der Basis, dann haben wir Plus, dann haben wir die Intro Edition und wir haben auch noch die Top-Ausstattung. Das hier ist jetzt die Intro Edition. Insgesamt bekommt ihr 6 verschiedene Lackvarianten und ich habe mich gefreut, hier die weiße zu bekommen, weil ich die wirklich sehr schick finde, vor allem eben mit dem schwarz abgesetzten Dach, was wir hier mit dabei haben. Und wir haben an der Seite auch noch optional so Trittbretter. Heißt, der sieht schön offroadig aus, trotzdem irgendwie clean. Von vorne erstmal, was hat man gemacht? Wir haben hier das Mitsubishi-Logo, also dieses 3-Diamanten-Logo, was sich in der Mitte nochmal so zusammenfügt. Und man hat natürlich auch geguckt, dass man das Familiengesicht wieder aufgreift, also das Dynamic Shield heißt es bei Mitsubishi und das finde ich ganz schick gelöst, weil das dann ganz geschickt in die Leuchte geht. Die macht hier unten dann auch nochmal so einen Schwung und wir haben jetzt immer voll LED-Licht mit dabei. Leider kein Matrix-LED-Licht, bedeutet, das kann nicht den Gegenverkehr abblenden oder Schilder anblenden. Fände ich noch ganz gut, wenn es das als Option gäbe, aber das Licht ist auf jeden Fall ausreichend gut. Wir sind hier gestern Abend schon ein bisschen rumgefahren. Unten auch schwarz abgesetzte Lippe in so einem Klavierlack. Sehr, sehr schick. Und wir haben hier eine Bodenfreiheit von 17,4 cm. Bedeutet, wir haben es auch geschafft, hier herunterzufahren. Ihr seht auch schon, heute haben wir eine Windwarnung. Ich sehe wahrscheinlich auch total verlottert aus. Aber Jan und ich haben es geschafft, hier runterzufahren. Es ist nämlich schon ein bisschen offroadig hier auf jeden Fall. Also Bodenfreiheit haben wir besprochen. Jetzt geht es um die Ausmaße. 4,23 Meter ist er lang, 1,80 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Hat einen Radstand von 2,64 Meter und das Tolle an dem Auto ist, dass man die Rückbank um 16 cm nach vorne schieben kann. Damit kann man sich nochmal einen größeren Kofferraum von 60 bis 70 Liter verschaffen, also quasi nochmal so eine extra Stufe rein. Ich zeige euch das später. Und was auch sehr praktisch ist, Wendekreis liegt bei 11,1 Meter, also auch relativ wendig eben im Stadtverkehr.
Man sitzt leicht erhöht und hat eben eine gute Rundumsicht. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt hier verschiedene Motorvarianten. Beim PHEV gibt es einen 10,5 Kilowattstunden fassenden Akku mit dabei. Dann kommen wir ungefähr 40 Kilometer rein elektrisch weit. Bei dem Vollhybriden ist der Akku 1,3 Kilowattstunden groß. Findet ihr auch schon ein Review dazu bei uns auf dem Kanal. Und hier haben wir eben ein 12 Volt Mildhybrid-System. Mehr zu den Motoren später, jetzt erstmal zur Optik. 17 oder 18 Zoll Felgen, ich mag die Felge total gerne, Jan übrigens auch. Warum? Wir haben jetzt hier so ein Bicolor, sieht ein bisschen aus wie so eine Blume. In der Mitte dann auch nochmal das Mitsubishi-Logo. Drumherum eben eine Plastikbeplankung, heißt, wenn man irgendwo dagegen fährt, macht man nicht so viel kaputt. Kleines Emblem hier an der Seite, Zierelement mit so einem Chrom. Und ich finde, es ist sehr stimmig hier alles designt, weil wir haben eigentlich nur drei Farben. Schwarz, Chrom und Weiß. Große schwarze Spiegelkappen, ebenfalls nochmal lackiert. Und dann seht ihr hier erstmal so eine kleine Reling. Wir haben hier oben nochmal eben die Dachreling in dem Silber und an der Seite Chrom und dieses Trittbrett. Das finde ich cool, gibt es optional dazu. Gibt nochmal so ein bisschen Offroading-Look, was man aber wissen muss, wenn das mal dreckig ist oder verschlammt ist, kann man sich dann relativ schnell hier die Hosenbeine dreckig machen. Ich stelle mich für euch auch mal drauf, oder? Gehört ja so dazu. Mach hier mal auf. Gut, oder? Zumindest passen meine kleinen Füße drauf. Trittbrett, danke, dass du jetzt hier über die Steine gehst. Finde ich ganz cool, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ihr müsst das aber nicht wählen. Genauso wie ihr nicht das schwarz abgesetzte Dach wählen müsst. Ich finde das aber ganz schick, weil das eben noch mal so ein bisschen schwebend erscheinen lässt. Wir haben jetzt hier auch leider kein Glasschiebe-Panoramadach mit dabei. Das gab es bei der anderen Version, die wir euch vorgestellt haben, als Vollhybrid. Hier geht dann noch mal dieses silberne Element nach oben. In den Spoiler, zwei Finlets an der Seite. Und jetzt sprechen wir, wenn Jan den Schwenk macht, vielleicht erstmal nicht über die Optik, sondern über die Zahlen hier hinten. Das Auto wiegt nämlich 1400 Kilo und zieht 1500 Kilo. Das ist ganz interessant. Die PHEV-Varianten und die Vollhybrid-Varianten ziehen ungefähr die Hälfte, also 750 Kilo. Und hier drüben haben wir den Tank. Der ist jetzt 48 Liter groß. Bei dem PHEV sind es 10 Liter weniger. Muss man wissen, dafür hat man eben einen größeren Akku mit dabei. Jetzt zu den Details. Wir haben hier hinten auch wieder sehr schön geformt die Rückleuchte, waagrechte Elemente hier jetzt auch nochmal. Passiert sehr viel drin, LED steht auch nochmal an der Seite und hinten auch umgelabelt Mitsubishi, sehr groß ausgeschrieben, ASX da unten auch nochmal und wie vorne Klavierlack. Ich finde das schick, was da ein bisschen blöd ist, wenn man irgendwo dagegen fährt, vor allem bei dem Klavierlack. Muss man halt austauschen, aber sonst ist hier relativ viel Plastikbeplankung, heißt, dann ist es nicht so teuer. Warum erzähle ich das denn eigentlich die ganze Zeit mit irgendwo dagegen fahren? Ja, das ist mir auch schon mal passiert und ich war damals froh, dass es bei einem Auto war, wo eben so ein bisschen Plastik war und dann war es auch nicht so teuer. Bei Lack tut es dann doch schon ein bisschen weh, beziehungsweise nicht nur bei Lack, sondern eben auch ja, bei Stahl. So, jetzt sprechen ja, ihr wisst, was ich meine. Also jetzt sprechen wir, ich kenne mich aus bei Materialkunde, wie so Autos gebaut werden. Man nennt mich auch Ingenieur. Also, wir sprechen jetzt hier über den Kofferraum. Interessant ist, der hat jetzt 100 Liter mehr als der Vollhybrid und der PHEV, nämlich 420 bis 1300 Liter. Erstmal super praktisch, wir haben hier so einen doppelten Ladeboden, können da drin auch sehr viel verstauen. Ich zeige euch den gleich auch noch, wenn man den dann runterklappt. Unten haben wir dann auch nochmal eben die Möglichkeit, das umzudrehen. Aber erstmal Schritt für Schritt, sonst wird das hier chaotisch. Das hier kann man sehr einfach rausbauen und man kann die Rückbank auch super easy umbauen. Jetzt machen wir hier mal erstmal die Kopfstützen runter, dass das auch funktioniert. So, und einmal hier am Haken gezogen. Da. Und jetzt wollte ich euch das erstmal so zeigen, denn hier habt ihr halt quasi keine Kante, eine sehr ebene Fläche, super viel Platz eben mit den 1400 Liter Fassungsvermögen. Und jetzt aber die Möglichkeit, dieses Element noch runterzubauen. Man kann hier auch noch das ganz wegmachen, vielleicht ist es dann so besser. Schaut mal, sehr, sehr praktisch. Ihr könnt das auch beispielsweise bei euch dann in der Garage storen und dann weg damit. Und dann habt ihr wirklich super viel Platz, oder? Sehr praktisch, gut verarbeitet auch alles. Ist ja auch wichtig, das auch noch zu sagen. Kleine Leuchte da noch an der Seite, die sieht ein bisschen oldschool aus, aber sie hat einen Zweck, sie beleuchtet eben. Und dann haben wir hier auch eine gute Verarbeitung. Hier ein bisschen vielleicht scharfe Kanten, aber sonst gibt es ja nichts zu meckern. Keine elektrische Heckklappe, die gibt es auch meines Wissens nicht optional. Kamera auch noch nach hinten. Jetzt gehen wir auf die Rückbank, oder? Sehr gut. Hörst du mich noch, Jan? Passt der Ton noch alles? Ja? Super. Es ist nämlich echt windig heute und wir haben auch eine Windwarnung.
Und jetzt schauen wir mal hier hinten. Okay. Hier gibt es einiges zu entdecken, unter anderem eine Menge Warnwesten. Ich pack die mal nach vorne. Also, Intro Edition bedeutet, wir haben jetzt hier Stoffsitze, sehr weich auf der Haut. Außen eben auch nochmal Leder, schönes weißes Stitching. Die geben sogar ein bisschen Seitenhalt hier, sind schön ausgeformt. Was wir leider nicht haben, ist eine Mittelkonsole und wir haben auch nicht die Möglichkeit, das mittlere Teil umzuklappen. Dieses Auto hat aber auch kein Allrad, heißt, wenn ihr damit in den Schnee fahren möchtet, funktioniert es schon, aber es ist auf jeden Fall kein richtig krasser Offroader oder so. Wir haben jetzt hier in der Mitte dann eben auch noch einen leicht aufgebauten Mitteltunnel, heißt in der Mitte sitzen ist jetzt nicht so komfortabel. USB-Anschlüsse, hier dann auch nochmal eine 12-Volt-Steckdose und hier dann eben Lüftungsdüsen. Aber jetzt, mein großes Highlight ist folgendes, schaut euch das mal an. Pam! 70 Liter hinten mehr, man kann die Bank wirklich sehr flexibel nach vorne und auch nach hinten stellen, das ist ein großes Stück. Super praktisch, würde ich nicht darauf verzichten wollen, weil es gibt es in so wenigen Autos. Ist vielleicht teuer in der Produktion, ich weiß nicht, woran es liegt. Sonst auch noch schön heller, unterfütterter Himmel und wir haben hier dann auch nochmal Leuchten, die man anmachen kann. Hätte ich vielleicht gleich anmachen können bei dem dunklen Loch, Entschuldigung. So, jetzt machen wir aber aus, sparen hier Strom und schauen in die Tür. Wir sparen Strom und schauen in die Tür. Also hier oben Hartplastik, dafür robust. Türöffner, gut integriert, Hartplastik. Hier aber auf der Rückbank gepolstert mit so einem Leder. Sehr gut. Kleine Vogeltränke und da unten dann auch noch Platz für eine kleine Flasche. Und da finde ich es cool, weil schaut mal, Trittbrett. Ich komme hier raus, Step raus. Pam. Finde ich super, irgendwie hat es was. Wir sprechen jetzt über die Motoren, ich höre auf Quatsch zu machen und mach mal vorne die Motorhaube auf. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber eigentlich gut für euch, denn es gibt neben den vielen Ausstattungsvarianten eben auch sehr viele Motorisierungen, zwischen denen ihr wählen könnt. Und da ist natürlich immer so die Frage, was braucht ihr bei euch im Alltag? Beginnen tut das Ganze bei einem 1 Liter Dreizylinder mit 91 PS. Der kostet dann ungefähr 24.000 Euro. Das ist wirklich ein richtig guter Preis, aber ihr habt eben nur einen Dreizylinder und immer nur mit einem 6-Gang Handschaltgetriebe. Den Mildhybriden, das ist ein 12-Volt Riemenstarter-Generator, da sprechen wir nachher noch mit Jan etwas genauer drüber. Den gibt es in zwei Ausbaustufen, einmal eben auch mit der 6-Gang Handschaltung und eben hier einmal mit 158 PS. Es gibt, ich mache mal so lang zu, kann es aber hier bleiben, weil ich muss noch viel erzählen, Jan. Es gibt noch einen Vollhybriden, der hat dann eben 145 PS und es gibt dann eben auch noch einen PHEV mit 160 PS. Jetzt aber zu den Leistungsdaten von dem hier. Also 158 PS, 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der fährt vom Max 204 km/h und ist in 8,4 Sekunden oder 8,5 Sekunden auf 100. Das Schöne an dem ist, wir haben durch die elektrische Unterstützung einen Verbrauch von ungefähr 6 Litern. Der Vollhybrid verbraucht ungefähr 5 Liter. Bedeutet, da könnt ihr euch überlegen, ist es euch wichtiger, dass ihr eben Vollhybrid habt. Dann habt ihr ein bisschen größeren Akku mit dabei, zwei Elektromotoren, Multimode-Getriebe. Hier haben wir eben ein 7-Gang DSG mit dabei. Ja, es ist kompliziert, es hört sich kompliziert an, aber am Schluss geht es einfach nur darum, wollt ihr einen PHEV haben, extern laden oder wollt ihr den hier haben? Mit Hybrid müsst ihr nicht extern laden oder vielleicht ein Vollhybrid mit ein bisschen besserem Verbrauch. Was wir jetzt machen, ist in den Innenraum gehen, da sprechen wir über das Infotainment-System, über die Sitze. Dann kommt Jan dazu, wir fahren wie versprochen eine Runde und dann gibt es noch ein Fazit. Los geht's! Ihr seht schon, Jan kommt gleich mit dazu, aber erstmal sprechen wir über den leeren Sitz, bevor er von Jan gefüllt wird. Und hier haben wir jetzt eine sehr schöne Kombination aus so einem hellen Leder und vorne eben dann auch nochmal so ein dunkles Leder. Hier in der Mitte dann Stoff, was ich sehr angenehm auf der Haut finde. Viel Seitenhalt, auch weich gepolstert und eine relativ breite Sitzfläche für den Po, die ebenfalls gut gepolstert ist. Die Sitze sind wirklich bequem. Auf der Seite kann man sie jetzt manuell nach vorne und nach hinten schieben. Auf meiner ist es ebenfalls manuell. Wenn ihr eine höhere Ausstattungsvariante nehmt, dann könnt ihr die optional eben auch noch bei der Fahrerseite elektrisch einstellen lassen. Ich finde, es ist manuell auch völlig okay. Wenn wir jetzt gemeinsam den Schwenk hier übers Cockpit in die Tür machen, seht ihr schon, wir haben hier ein aufrecht stehendes Display, sehr viel Klavierlack, aber erstmal zur Tür. Weich gepolsterte Armauflage, schön unterfüttert. Auch vorne nochmal der Oh-Shit-Handle, sage ich jetzt mal, so da, wo man sich festhalten kann, ist nochmal so leicht unterfüttert oder gummiert. Oben haben wir dann Hartplastik, unten auch Hartplastik, ist eine sehr robuste Tür. Komplett in Schwarz gehalten, heißt, die ist auch zeitlos und die ist jetzt nicht in 2-3 Jahren irgendwie dann
too over the top. Keine Einstiegsleiste, ne? Dafür aber hier schön Trittbrettstufe. Finde ich gut. Und jetzt würde ich sagen, wir sprechen hier noch über die Mittelkonsole. Dieses Element hier ist auch aus Hartplastik, ist leicht ausgeformt. Das ist jetzt vielleicht nicht so bequem fürs Knie. Was ich aber mag, ist, dass es sehr luftig hier designt ist. Der Gangwallhebel sitzt hier so oben auf und unten auf einer anderen Ebene haben wir die Möglichkeit, einerseits den Schlüssel abzulegen. So sieht er aus. Und Jan ist von dem kein Fan. Warum? Weil er den schon zweimal verloren hat bei einem anderen Modell, weil das so ist wie so eine Kreditkarte. Und Jan verliert ab und zu auch mal Kreditkarten und Schlüssel, ne? Total fett aussehe ich. Das tust du nicht. Handbremse, zwei Cupholder haben wir auf der Seite noch. Ich mache dieses Element vielleicht mal hoch, dass ihr es besser seht. Übrigens hier mein Name, dann wisst ihr den jetzt auch. Super. Und wir haben hier übrigens dann auch noch mal ein bisschen Platz, was abzulegen. Was ich cool finde, ist, dass wir dieses Element eben noch nach vorne schieben können, dass ich hier auch noch meinen Arm ablegen kann. Jetzt würde ich vorschlagen, Jan kommt rein, weil draußen ist es... Zeigst du noch das Handschuhfach? Ja, kann ich machen, weil draußen ist es gar nicht so bequem. Handschuhfach ist wirklich sehr groß. Bis da hinten reicht es. Hier habt ihr noch mal so eine zweite Ebene. Hartplastik funktioniert, geht ganz einfach über den Knopf auf. Jetzt kommst du aber rein. Sind die Handschuhfächer wichtig? Hallo, ich bin Jan. Draußen ist nicht so bequem. Oder? Ja. Du meinst gemütlich? Gemütlich. So. Ich renne ja eh rum, also bequem ist nur hier drin. Naja, was tut man nicht alles? Für? The Car Crash. Den Erfolg. Für den unglaublichen Erfolg hier. Ich sag euch was, Jan hat mich zu was richtig Schlimmem gezwungen im Fazit. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, es wird nämlich heftig. Das wird witzig und Jessie kann natürlich hell sehen, deshalb weiß sie das jetzt schon. Puh. Okay, also Lenkrad. In der Mitte Mitsubishi-Logo. Hier drüben haben wir alles zur Einstellung des Cockpits da vorne. Und das ist interessant, es gibt nämlich drei Versionen. Anfangen tut das Ganze mit einem ganz normalen TFT, was analog ist. Und hier haben wir eben die größte Variante. Und hier kann man jetzt eigentlich alles Mögliche einstellen. Ich kann mir hier zum Beispiel alles zum Radio einstellen, zur Map, kann hier aber auch andere Ansichten wählen, dass es immer ein bisschen größer ist. Wenn ich hier rüber toggle, habe ich dann auch nochmal hier die Möglichkeit, zum Beispiel alles zum Thema Verbrauch und so einzustellen. Sehr individuell. 7-Gang DSG bedeutet, wir haben jetzt in diesem Fall zwei Schaltpedal mit dabei. Wie gesagt, es gibt noch die 6-Gang-Handschaltung hier bei den Mild-Hybriden oder ein Multimode-Getriebe. Und da freut sich Jan schon richtig drauf, das vom Vollhybriden und vom PHEV zu erklären. Hier eben 7-Gang DSG steht sehr aufrecht da. Hm? Mach keinen Scheiß, ne? Da unten ist mehr nichts ziehen, was ich nicht auch ziehen würde. Sonst gibt es einen Mitsubishi ASX und zwei Auto-Influencer weniger. Weniger, es wäre kein, also von uns wäre es kein Verlust für einen Mitsubishi ASX. Ich finde schon, was Verlust wäre bei uns. Also hier vorne induktive Ladefläche, kann ich Handy ablegen, wird dann auch geladen. Kann ich Handy ablegen? Zwei, siehst du doch kein Verlust. Zwei mal USB-Anschluss. Letztens hat Jan gesagt, ich kriege die goldene Himbeere fürs Moderieren. Danke Ananas. Dafür. Goldene Ananas. Also, 12-Volt-Steckdose. Hier kann man dann die Lüftung einstellen per Drehregler. Sehr einfach, was ich aber nicht gut finde. Wir haben die Musik nicht per Drehregler. Wir können die nämlich hier einstellen. Aber also dafür die haben wir diesen kleinen Piratenarm da unten. Ja, Piratenarm ist schön. Das ist okay, da komme ich dran. Und wir haben hier vorne im Infotainment-System noch die Möglichkeit. Fehlt aber das? Passt jetzt mal ehrlich, das Ding ist aufgesetzt, ist groß. Mhm. Ich finde das hot. Ohne Scheiß, ich finde das gut. Ja, das ist jetzt die große Version. Die kleinere Version kommt so vertikal, nicht horizontal. Schau mal, Los Hermanos von Ana Julia. Klingt wie eine Malle-Band. Ist es vielleicht auch. Ja. Also, sprechen wir vielleicht hier über die Karte. Die ist okay. Wie viele Punkte gibst du von 10? 8. 8 von 10. Geht schnell. Ihr seht jetzt, wo wir gerade sind. Ich mag es Infotainment, weil es intuitiv. Ja, es ist intuitiv. Es funktioniert und vor allem haben wir hier alle Apps in der Übersicht. Apple CarPlay, Android Auto funktionieren. Over the Air, was ist schon mal sehr wichtig ist, hier auf Home habt ihr immer wieder diese Ansicht, könnt auch so rüberziehen, habt hier dann nochmal alle Assistenzsysteme und hier MySense. Sehr interessant, hier habt ihr nämlich die verschiedenen Fahrmodi, entweder hier oder über den Knopf einstellbar. Der Unterschied zum Vollhybriden, wir haben hier keinen EV-Modus, heißt, den kann man nicht zwingen, rein elektrisch zu fahren. Aber was man machen kann, ist hier den MySense konfigurieren. Die Lenkung, Segeln kann man ein- oder ausmachen, das Kombi-Instrument und man kann auch noch die ambiente Beleuchtung hier einstellen. Bei MySense geht es nicht nur um Fahrmodi, sondern um Gefühle auch. Um Gefühle, um hier Licht und alle schönen Dinge zusammen. Ja. Jessie, soll mal fahren? Ja. Soll mal losfahren? Ja, ist dir kalt? Ja, ich würde immer das Glasdach übrigens nehmen. Wir haben uns auch mit Mitsubishi haben wir einen kleinen Disput. Sind jetzt hier diese Trittbretter außen schön oder nicht schön? Ich finde die ganz cool, oder? Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Jetzt fahren wir los, aber in welche Richtung? In Richtung Meer. Nein, wir werden nicht zu Waterman. Wir fahren auf der Straße. Das ist übrigens eine der schönsten Straßen, die es gibt für mich auf ganzer Welt, von ganzer Welt her. Von ganzer Welt her. Los geht's.
Jan, sag mal, warum ist das die schönste Straße der Welt? Ja, weil sie halt schön ist. Hier direkt am Meer, am Atlantik ist es doch auf jeden Fall. Da hinten der Ginsho, Riesenstrand, Surfer, überall wunderschöne Locken der Welt. Ist ja halt nicht deine, sondern das Meer, die Locken vom Wasser. Aber du hast auch wunderschöne Locken. Dein Ernst? Ja. Okay, komm. Wir starten jetzt hier den Motor. Ich drücke auf die Bremse. Und drück jetzt hier ganz lang auf, muss nochmal drauf drücken, dass hier der Motor angeht. Und hier habt ihr die Animation gesehen, die ist geil, oder? Ich sag euch ehrlich, gestern haben wir 100 Mal angefangen zu filmen, weil Jesse beim Hybriden nie wusste, ist er an oder nicht, weil der macht ja kein Geräusch. Hier ist es einfacher, weil die 12 Volt Milchhybridisierung, die macht ein Geräusch. Die jetzt macht ist er Geräusch, an. Gott sei Dank. Aber mir geht's auch so. Also ich mache mich jetzt hier nicht lustig über sie oder über mich. Wir sind ein Team und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir haben auch zusammen Fehler. Und wir verlieren immer einmal öfter, als wir gewinnen. Okay. Aber im Leben geht's ja darum, immer einmal öfter aufzustehen, als man niedergeschlagen wurde. Das ist ein Business Lion Löwen Zitat. Fall 6-mal hin, steh 7-mal auf. Okay, komm, also hier sieht man immer, in welchem Gang man ist. Finde ich sehr praktisch. Bei der Vollhybrid-Variante ist das, bei dem Multimode-Getriebe muss ich ehrlich sagen, da haben wir hier Park, dann haben wir den Rückwärtsgang neutral und oben irgendwie gefühlt auch nochmal ein Space. Und das, ich finde das nicht gut, dass Park über Rückwärtsgang ist, weil wenn man schnell nach hinten will, müsste man nach hinten ziehen und dann rückwärts fahren. Bin ich voll bei dir. Und ja, so viel dazu. Die Möwen auch. Wichtig ist, dass wir jetzt rückwärts fahren. Vielleicht kurz über die Kamera sprechen. Interessant ist natürlich, wir haben hier Drittbretter, keinen Allrad bei diesem Auto. Den gibt es hier einfach nicht. Ne? Mhm. Aber die Bodenfreiheit ist ganz okay. Und ihr seht schon, der arbeitet sich da ganz schön durch, finde ich. Und jetzt ein bisschen auch Jan in Gefahr, weil das sieht jetzt alles hier nicht so wild aus. Und da draußen sagen sie dann, ich fahre doch gar kein richtiges Offroad. Ach, es ist schon, ich würde jetzt nicht mit meinem Auto hier rüber. Der ASX ist ja jetzt in aber Fall mit Mitsubishi ja, kann man das schaffen. Ja. Da traue ich mich. Jetzt muss ich hier aber rechts hin. Nee, links. Aber da ist doch der Bordstein zu. Du schaffst das. Der Mitsubishi schafft das. Ein bisschen einfach auf die Gegebenheiten vom Boden achten und guck mal, die Bodenfreiheit arbeitet mit uns. Und wenn du jetzt mal langsamer machst, seht ihr hier, die Bordsteine sind halt einigermaßen hoch, gell? Da kann man nicht einfach so drüber fahren. Da haben wir eine kleine Unterstützung, da kannst du hochfahren. Und warum wir euch das zeigen, ist, wir wissen, dass richtig krasse Offroader, ich finde das auch geil, dass du diese Spiegel einfach immer krass ignorierst. Jedenfalls wissen wir, dass ihr dieses Auto nicht kauft, weil ihr jetzt durch den Schwarzwald fahren wollt. Aber in der Stadt hat das natürlich einen immensen Vorteil, denn man kann einfach über höhere Bordsteine fahren. Fertig. Ja. So, wir nutzen die Chance jetzt direkt mal und beschleunigen den Sport durch. Die Animation hier ist übrigens voll schön, ne? Ja. So, los geht's. 8,5 Sekunden ist eine Sekunde schneller als der Vollhybrid. Wie lang braucht Usain Bolt auf 100? Ich weiß nicht, hoch. 9, irgendwas. Echt? Ja, 9,8, 9,7, 1. Der ist so schnell wie dieses Auto. Noch ein bisschen langsamer. Ja. Wie schnell bist du auf 100? Locker 20 Sekunden. Ja? Ja, locker. Ja. Rückwärts auf Händen. Also, vielleicht erstmal dazu, wie fährt sich das Auto? Wie findest du die Federung? Wie findest du die Federung? Wie finde ich die Federung? Ich finde die gut. Ich finde die komfortabel. Mhm. Citroën zum Beispiel sagt ja sowas, okay, wir bauen zwar SUVs, da ist Sport drin, aber der Sport ignorieren wir. Das finde ich bei dem Auto nicht. Ich finde, der ist nicht undynamisch. Die Federung ist eher gediegen, eher komfortabel und das finde ich bei dem Auto wichtig. Aber Jessica, wie findest du denn die Lenkung? Also, was man machen kann, man kann sich je nach Modus eben die Lenkung sportlich einstellen oder eben ein bisschen komfortabler. Ich finde sie tendenziell nicht sportlich. Also nee, die ist eher, auch nicht in Sport. Auch nicht in Sport. Schaut mal, die macht nicht direkt, was ich ihr sage, sondern die ist eher entspannt, komfortabel ausgelegt. Geh nach links, geh nach rechts. Das ist halt, wisst ihr, wie ich meine, die ist nicht so bickelhart direkt, aber das ist natürlich gut für den Stadtverkehr unter anderem. Ich habe eine andere Meinung, für mich ist die Lenkung okay. Sie stimmt nicht direkt, aber sie passt ganz gut halt zum Auto. Genau, sage ich auch nicht, dass sie nicht passt und dass sie nicht okay ist, sondern sie ist einfach nur nicht krass direkt und sportlich. Das wollte ich nur damit sagen. Stimmt, aber du bist krass direkt. Das ist nämlich hier ein ehrlicher Review-Kanal. Korrekt. Getriebe, jetzt haben wir 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe drin. Ich würde immer das hier nehmen und nicht das 6-Gang Handschaltungsgetriebe. Nicht, weil ich nicht hervorragend hier mit einer 6-Gang Handschaltung fahren könnte. Das war eine Lüge, nein. Sondern weil ich es einfach super komfortabel finde. Das macht, was es soll. Und wenn nicht, kann ich hier eben noch einfach mitschalten.
Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin auch schaltfaul im Alltag bei so einem Auto. Ich würde halt, ich würde eine Automatik nehmen. Das finde ich halt interessant, dass der Vollhybride mit einem Automatikgetriebe günstiger ist als dann der hier mit dem Automatikgetriebe. Und da haben wir halt dieses Multimode-Getriebe. Das sind quasi theoretisch 15 Gänge. Das ist ein ziemlich komplexes System. Da könnt ihr in der Stadt bis zu 80% rein elektrisch fahren. Habt einen größeren Akku als hier, nämlich 1,3 Kilowattstunden. Das ist sehr spannend. Schaut da mal in das Video rein. Da haben wir das alles en Detail erklärt. Machen wir hier jetzt nicht nochmal. Ja, nee, jetzt geht es wirklich hier um den Mildhybriden und jetzt habe ich ja außen gesagt 12 Volt Riemenstartergenerator. Ich kann echt nicht reden. Das ist ein 12 Volt Bordnetz. So, jetzt bin ich hier in P gelandet. Jetzt habt ihr das gesehen, neutral. Ich mache das schon den ganzen Tag, Leute. Ich lache Jessie nicht aus, ich lache mit ihr. Machen wir mal noch einen Eco-Modus rein, dass wir den nochmal gesehen haben. Guck mal, ein bisschen abzulenken, schaut mal da runter. Das ist der Ginsho, für mich der schönste Strand der Welt, sage ich euch ehrlich. Voll schön. Das ist unglaublich hot hier. Danke erstmal Mitsubishi, danke Stefan fürs Bereitstellen im Auto heute Morgen, dass ihr uns hierher gebracht habt. Wir haben ihn nämlich voll genervt, wir hätten nämlich sonst noch mal eine rote Variante gehabt. Ich finde den hier in weiß mit den Trittbrettstufen mega sexy und da sind wir jetzt happy, dass wir den noch vorstellen durften. Aber ich habe doch gar keine Trittbrettstufen. Ja, du hast auch keine Locken. Ah doch, hast doch. Du. Echt jetzt? Das war ein Witz, Mann, wegen dem Locken und dem Meer vorher. Wollen wir vielleicht mal über Verbrauch sprechen, bevor du das wieder hier sexualisierst, dieses Video. Alle Motorvarianten und Verbrauch. Also der hier ist angegeben bei ungefähr 6 Liter und wir waren jetzt, hier vorne steht jetzt zwar 8,8 Liter auf der Uhr, aber wir haben jetzt ungefähr 7 Liter Verbrauch. Das ist okay, 6 bis 7 Liter. Beim Vollhybriden habt ihr einen Verbrauch von 5 Liter. Das ist natürlich noch mal ein bisschen besser. Die Frage ist halt nur, bis wann dieser Aufpreis quasi amortisiert ist in eurem Alltag. Ihr würdet aber ein bisschen mehr was für die Umwelt tun, weil ihr weniger Benzin verbraucht. Oder ihr könnt natürlich auch die PHEV-Variante wählen, 10,5 Kilowattstunden fassender Akku. Damit kommt er dann 40 Kilometer rein elektrisch weit. Das kommt halt immer auf den Use Case drauf an, was ihr so im Alltag braucht. Ne? Jessie, ich bin mega begeistert von dir. Amortisiert, Use Case, ohne Scheiß. Auch wenn ich manchmal Witze über dich mache, ich finde, du machst einen verdammt guten Job. Das sagt er zurzeit seltsam oft und ich glaube, er verarscht dich. Und Mitsubishi übrigens auch, weil die schaffen es, 80% irgendwie der Kunden im Privatkundenbereich zu haben. Ja. Und ich glaube, dass viele Privatkunden auch diese Videos gerade schauen, weil man geschaut hat, vor allem wenn man sein Geld, wie wir, ziemlich hart verdient, ehrlich gesagt. Sagen jetzt andere vielleicht wieder anderes über unseren Job, aber es ist tatsächlich auch oft anstrengend. Auch wenn es nicht immer so wirkt. Aber dann schaut man halt einfach, wo man am meisten oder viel für sein Geld bekommt. Und da ist Mitsubishi vor allem mit der Garantie wirklich eine richtig gute Option. Welchen Motor würdest du wählen? Den Vollhybriden mit dem Multimode-Getriebe würde ich investieren, weil ich einfach das toll finde, dass man sich da so viel Ingenieurskripts reinbaggert bei Mitsubishi. Hat einen Verbrauch von 5 Litern, was toll ist. Ist die Frage halt, ob sich das lohnt, aber amortisiert irgendwann oder nicht. Aber eine Sache noch, ich würde wahrscheinlich den Einstiegs-1-Liter-Dreizylinder nehmen, weil der kostet 10.000 Euro weniger. Oder halt den, ne? Ja, aber der hat dann halt 6-Gang-Handschaltung. Schreibt es uns mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich würde vorschlagen, wir fahren zurück, oder? Was ich aber immer machen würde, ist den Kanal abonnieren. Das würde ich immer machen. Immer. Empfehlung. Und jetzt macht Jessie euch ein Fazit. Ich garantiere euch, wird witzig. So Leute, weiter geht's mit meinem Fazit. Und ich habe echt Höhenangst. Und Jan hat gesagt, Jessie, kletter hier hoch. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil er es witzig findet. Er muss auch was zum Lachen haben und ich komme jetzt runter, weil wir machen jetzt gemeinsam ein Fazit und sprechen erstmal darüber, ich muss leider so runterkrabbeln, Jan, weil sonst schaffe ich es nicht. Wir sprechen darüber, welchen Motor würde ich euch denn jetzt empfehlen? Das kommt natürlich ganz auf den Use Case. Ich call me Mr. Krabs. Es kommt ganz auf den Use Case an, weil erstmal, oh Gott, ich habe es geschafft, I survived. Also, wollt ihr eine lange elektrische Reichweite haben oder nicht? Falls ja, falls ihr beispielsweise auch daheim eine Photovoltaikanlage habt, dann würde ich euch zum Plug-in-Hybriden empfehlen. Der hat zwar einen kleinen Akku, aber ihr kommt damit eben 40 Kilometer weit im Alltag, könnt damit eben mal zur Arbeit fahren, mal zum Einkaufen, ist super praktisch. Falls ihr daheim keine Möglichkeit habt zu laden, würde ich euch den Vollhybriden empfehlen, falls ihr eine Automatik haben wollt. Den haben wir euch ja in einem Rot vorgestellt.
könnt ihr gerne mal in das andere Video gucken. Und falls ihr aber einen schmalen Geldbeutel habt, würde ich euch den 1 Liter 13 empfehlen. Der beginnt nämlich bei 24.000 Euro. Jetzt muss ich Jan kurz fragen, wo er die Dokumente reingemacht hat. Da? Sehr gut. Ich möchte euch nämlich gleich noch ein paar Sachen zeigen. Was spricht jetzt aber für den Mildhybriden? Erstmal sind es die Leistungsdaten. Wir haben nämlich hier einfach die Möglichkeit, ein bisschen schneller mit dem auf der Autobahn zu fahren. Der kann ja 204 km/h fahren, der Vollhybride eben nur 170 km/h. Und wir haben trotzdem einen sehr guten Verbrauch von ungefähr 6 Litern. Preise besprechen wir gleich. Erstmal möchte ich euch eine coole Sache zeigen. Und zwar, oh, ich habe noch immer zitternde Knie. Guckt mal, hier ganz süß gemacht mit den ganzen Farben. Ich wollte euch aber zeigen, welche Farben es gibt. Ist nämlich wichtig zu wissen. Mann, ist das windig hier. Guckt mal hier. Ich würde wahrscheinlich schwarz oder weiß nehmen. In Rot haben wir euch den vorgestellt, ist auch ganz fancy. Und hier unten seht ihr eben noch die verschiedenen Zweifarblackierungen, die ihr wählen könnt. Zum Thema Innenraum, Infotainment-System, Verarbeitung. Der ist schön verarbeitet. Der hat ein gutes, besseres Infotainment-System als die erste Generation. Wir haben wirklich die Möglichkeit, auch zwischen verschiedenen Getrieben zu wählen. Multimode-Getriebe ist ja ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt einen ganz normalen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit dabei gehabt. Sehr, ja, differenziertes Auto, in dem man sich eben auch sehr viel konfigurieren kann. Man kann natürlich drüber meckern, dass es ein ungelabeltes Auto ist, aber ganz ehrlich, ich bin erstmal froh, dass es eine zweite Generation vom ASX gibt und ich finde die auch wirklich so gut. Wenn wir jetzt über die Preise sprechen, dann habe ich hier jetzt meine zweite Liste. Die Basis mit dem 1 Liter Turbo Benziner beginnt bei 24.690 Euro. Das ist mega der gute Preis. Der hier beginnt bei 33.890 Euro in der Intro Edition, die wir heute auch mit dabei haben. Der Vollhybrid würde bei 30.990 Euro in der Basis beginnen. Da habt ihr dann aber eben das Multimode-Getriebe mit dabei. Und hier beim Plug-in-Hybriden beginnt er eben bei 39.390 Euro. Da habt ihr aber keine Förderung mehr. Falls ihr das Auto aber beispielsweise geschäftlich nutzen könntet, könnt ihr da eben eine 0,5% Dienstwagensteuer eben in Anspruch nehmen. Das ist aber ein Auto für Privatkunden und darum geht es jetzt um den wichtigsten Punkt. Wir haben hier eine Garantie von bis zu 8 Jahren, 5 Jahre immer mit dabei und ihr könnt eine Anschlussgarantie bis zu 8 Jahre nehmen. Hier steht es auch ganz schön, ich bin keine Verkäuferin, aber ich lese das natürlich auch für euch immer alles ein, damit ich euch alle Infos geben kann. Da könnt ihr dann eben, bezahlt ihr nur ein Jahr, also ungefähr 200 Euro und habt dann insgesamt 3 Jahre zusätzlich nochmal Garantie. Was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ein Abo da lassen, weil ich habe gerade echt mein Leben riskiert. Ja. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Und schaut auch gerne mal bei modezinser.de vorbei. Die starten uns nämlich aus und da kriegt ihr von uns einen Code. 30 Euro ab 99 Euro. Auch den findet ihr unten in der Infobox. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.